Einfach drauf loswohnen und wohlfühlen mit Möbeln vom Möbelzentrum Großräschen. Massenweise Ausstellungsstücke bis zu 72% radikal reduziert. Egal ob Garnituren, Wohnwände, TV-Sessel, Schlafzimmer, Boxspringbetten, Esszimmer und vielen mehr. Nur jetzt zu absoluten Sonderpreisen. Und die Möbel sind schnell verfügbar. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Weiterhin gibt es auf Möbelneubestellungen bis zu 30% Rabatt, auf neue Küchen sogar 50% Aktionsrabatt und auf Wunsch natürlich die 0% Finanzierung und Gratislieferung. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht und ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am 16. Juni. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gewohnt starten wir in unsere gemeinsame halbe Stunde jetzt mit ersten Nachrichten vom Tage. Danach geht es weiter mit unserer Rubrik Service Zeitrecht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Niederlausitz erhalten eine Lohnsteigerung. Darüber informierte das Haus am Montag nach der Einigung mit Verdi. Demnach werden die Löhne in 2 Stufen, rückwirkend zum 1. April und zum 1. Oktober, um insgesamt 3% angehoben. Im Rahmen der Tarifverhandlungen kann sich auch der Fachkräftenachwuchs über eine rückwirkende Anpassung der Ausbildungsvergütungen freuen. Für das Personal des Rettungsdienstes und Praxisanleiter wurden gesonderte Regelungen vereinbart. Diese sehen zusätzliche Urlaubstage bzw. Zulagen für die Betroffenen vor. Schon zu Beginn des kommenden Jahres werden dann erneut Verhandlungsgespräche aufgenommen, da der jetzt geschlossene Tarifvertrag nur eine Gültigkeit bis Ende März 2021 besitzt. Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Görlitz veranstaltet wieder einen Kreativwettbewerb zum Thema Abfalltrennung, Wertstoffe, Recycling, Kompostierung oder Abfallvermeidung. Das wurde jetzt aus dem Landratsamt mitgeteilt. Teilnehmen können Kindergarten- und Jugendgruppen, Schulklassen, Hortgruppen, Kunst-AGs sowie alle Kinder und Jugendliche, die im Landkreis wohnen. Die besten Arbeiten werden im Abfallkalender 2021 abgedruckt und prämiert. Die Beträge sollen nicht größer als DIN A3 sein. Dabei kann die Arbeit entweder das Thema aufgreifen oder selbst aus Abfällen bestehen, wird weiter mitgeteilt. Die Originale können bis zum 30. September 2020 an den Regiebetrieb Abfallwirtschaft Muskauer Straße 51 in Nieski gesendet werden. Die Idee, das Gärtnerhaus im Großharthauer Schlosspark zu einem Kultur- und Kommunikationszentrum auszubauen, ist im Wettbewerb Simul Plus des Sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums unberücksichtigt geblieben. Damit steht diese erhoffte Finanzierungsquelle vorerst nicht zur Verfügung. Unter anderem sollen in dem Fachwerkhaus ein Mehrzweckraum für größere Veranstaltungen sowie mehrere kleinere Räume entstehen. Das Dachgeschoss wäre als Ausstellungsfläche geeignet. Aus eigener Kraft kann die Gemeinde Großharthau das Vorhaben jedoch nicht stemmen. Der Kulturreferent des sorbischen Dachverbandes Domovina, Clemens Skoda, hat sich positiv zur Kulturstrategie Lausitz 2025 geäußert. Das Dokument wurde von Martina Taubenberger im Auftrag der Zukunftswerkstatt Lausitz verfasst. Es empfiehlt, die sorbische Sprache und Kultur als strategisches Potenzial im Strukturwandel zu nutzen und betont deren Alleinstellungsmerkmal in der Lausitz. Skoda gefällt besonders, dass sich die sorbischen und wendischen Aspekte als roter Faden durch die gesamte Strategie ziehen. Er hoffe, dass sich die in der Politik
für den Strukturwandel Verantwortlichen das Konzept als Grundlage für ihre Entscheidungen nehmen. Die Domowina werde sich mit allen Partnern und auf allen Ebenen dafür einsetzen, so Škoda weiter. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer am vergangenen Samstag die 4-stündige Live-Sendung aus Bischofswerda sowohl im Internet als auch im Lausitzwelle-Fernsehen verpasst hat, der kann sich am Mittwoch oder am Donnerstag die Abendshow noch einmal in voller Länge anschauen. Die Wiederholung der Skibocker Tage at Home beginnt an beiden Tagen jeweils um 13 Uhr. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. In unserer heutigen Ausgabe der Servicezeit Recht befasst sich Rechtsanwalt Hagen Döhl mit dem Arbeitsrecht. Bärbel G. hat von ihrem Arbeitgeber eine Kündigung erhalten, nachdem sie in der Firma 9 Jahre gearbeitet hat. Sie möchte wissen, ob sie Anspruch auf eine Abfindung hat. Ja, die Kündigungen kommen infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die einige Unternehmen infolge der Covid-19-Pandemie haben, natürlich jetzt häufiger vor wieder, leider. Die Arbeitnehmer sind natürlich dann trotz der Situation, wenn sie eine Kündigung bekommen, nicht rechtlos. Grundsätzlich gibt es aber keinen Abfindungsanspruch als solchen nach dem Gesetz, wenn man vielleicht mal von 3 Ausnahmen absieht, die sich so darstellen, dass natürlich Betriebsräte, da wo es Betriebsräte gibt, die Betriebsräte mit den Unternehmen Betriebsvereinbarungen abschließen können, Sozialpläne abschließen können, dann kann sich unter Umständen ein Abfindungsanspruch aus einem solchen Sozialplan ergeben. Das wäre dann kein gesetzlicher Anspruch, sondern einer, der kollektivrechtlich zwischen Betriebsrat und Unternehmen vereinbart worden ist. Hier müssen sich vielleicht in der gegenwärtigen Situation die Betriebsräte übrigens auch ihrer Rolle bewusst werden. Da, wo diese Pandemie wirtschaftlich starke Auswirkungen hat und wo es dann entsprechend stärkere Auswirkungen auf die Belegschaft da gibt, da ist der Betriebsrat natürlich aufgerufen als Interessenvertreter, dann seine Rechte und Befugnisse wahrzunehmen und mit dem Arbeitgeber dann auch über solche Sozialpläne oder andere Betriebsvereinbarungen, die das Ganze abmildern, zu verhandeln. Die zweite Möglichkeit, wo der Gesetzgeber eine Abfindung vorgesehen hat, sind sogenannte Kündigungen nach § 1a des Kündigungsschutzgesetzes. Wenn eine Kündigung betriebsbedingt ist, wenn die Kündigung auch ausweist, dass es sich um eine betriebsbedingte Kündigung handelt, dann kann der Arbeitgeber in der Kündigung den Arbeitnehmer für den Fall, dass dieser keine Kündigungsschutzklage erhebt, eine Abfindung anbieten, die dann in Höhe eines halben Bruttomonatsverdienstes festgeschrieben sein muss, schon in dem Kündigungsschreiben. Und letztlich gibt es noch die Möglichkeiten nach den Paragraphen 9 und 10 des Kündigungsschutzgesetzes. Das ist aber der Fall, wo zunächst ein Arbeitsgericht durch ein Urteil entscheidet, dass eine Kündigung unwirksam ist. Und wenn sich im Verlauf des Prozesses dann ergeben hat, dass es den Parteien dann aber nicht zumutbar ist, das Arbeitsverhältnis jetzt fortzusetzen, weil die Kündigung ja unwirksam ist, dann kann auf Antrag des Arbeitnehmers in der Regel, im Ausnahmefall auch des Arbeitgebers, das Gericht das Arbeitsverhältnis dann, nachdem es zunächst festgestellt hat, es ist eigentlich nicht zu Ende, dann auflösen und dann eine Abfindung zusprechen, die dann auch in der Regel so an einem halben Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr festgemacht wird. Herr Döhl, wie soll sich die Frau also verhalten? Ja, sie sollte in jedem Fall eine Kündigungsschutzklage erheben und dabei beachten, dass die Frist für die Erhebung dieser Kündigungsschutzklage 3 Wochen ab Zugang des Kündigungsschreibens beträgt, weil in dem Kündigungsschutzverfahren wird das Gericht nicht nur in der Güteverhandlung, die dann relativ schnell anberaumt wird, sondern auch im weiteren Verlauf des Verfahrens immer wieder versuchen, ob die Möglichkeit besteht, einen Vergleich zu erreichen, den Rechtsstreit also nicht durch Urteil zu entscheiden, sondern durch eine Einigung der Parteien, die in der Regel bei einer Kündigung ja dann auch im Abfindungsvergleich mündet, wo also dann der Vergleich die Grundlage für den Abfindungsanspruch ist. Und wenn sie jetzt aber nicht klagen will?
Dann sieht das Gericht vor, wenn man also innerhalb der 3 Wochen die Kündigungsschutzklage nicht erhebt, dass die Kündigung dann als von Anfang an wirksam angesehen wird. Und wenn der Arbeitgeber dann davon ausgehen kann, meine Kündigung ist wirksam und beendet dieses Arbeitsverhältnis, dann habe ich als Arbeitnehmer natürlich gegenüber dem Arbeitgeber eine relativ schlechte Verhandlungsposition. Warum soll er mir dann noch eine Abfindung geben, außer wenn er mir einen Gefallen tun will? Also rechtlich veranlassen kann ich ihn dann eigentlich nicht mehr. Gibt es denn eine bestimmte Höhe für eine Abfindung? Ja, mit Ausnahme der Abfindung, die schon im Kündigungsschreiben angeboten wird, § 1a Kündigungsschutzgesetz, über das wir vorhin gesprochen haben, gibt es eine gesetzliche Definition dieser Abfindungshöhe nicht. Üblicherweise betragen Abfindungen in Kündigungsrechtsstreitigkeiten zwischen einem Drittel und einem halben Gehalt pro Beschäftigungsjahr. Das ist dann immer Verhandlungssache, ne? Wie stark bin ich daran interessiert, dass der Rechtsstreit nicht durch Urteil entschieden wird, sondern eben durch eine Einigung, bei der ich dann auch Rechtssicherheit habe. In der Regel hat das wirtschaftliche Risiko ja der Arbeitgeber, der ist meistens dann auch am Vergleich interessiert. Wenn die Position des Arbeitnehmers in dem Verfahren sehr gut ist, die Aussichten des Arbeitgebers zu unterliegen also sehr hoch sind, dann kann man in der Regel auch eine höhere Abfindung durchsetzen, das heißt verhandeln, weil der Arbeitgeber eben wirklich ein Interesse daran hat, Rechtssicherheit zu bekommen. Und dann ist es ihm das möglicherweise wert. Und so kommen dann manchmal auch die höheren Abfindungen zustande. Und was passiert, wenn keine Abfindungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber zustande kommt? Dann wird das Gericht durch Urteil entscheiden müssen. Also es gibt verschiedene Arten, wie man so einen Rechtsstreit beenden kann. Entweder durch Vergleich, das ist die Variante, die Sinn macht, weil am Ende ja beide dann irgendwie damit zufrieden sind. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch irgendwie. Oder wenn das eben nicht gelingt, dann ist das Gericht dann eben dazu berufen, dann die Sache durch Urteil zu entscheiden. Und wenn es der Meinung ist, die Kündigung ist wirksam, dann wird die Klage abgewiesen. Wenn es der Meinung ist, die Kündigung ist unwirksam, dann wird es der Klage stattgeben und feststellen, dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet ist, also weiterhin besteht. Die Kündigung also dieses Arbeitsverhältnis nicht beendet hat. Und dann gibt es im Ergebnis natürlich keine Verschlechterung, weil in dem einen Fall besteht dann zumindest das Arbeitsverhältnis weiter. Der Arbeitgeber kann später versuchen, eine neue Kündigung auszusprechen. Also ist wieder vor der gleichen Situation, muss ich mich irgendwann vergleichen. Und im schlechteren Fall, wo die Klage abgewiesen wird, dann hat sich der Arbeitnehmer durch die Klageerhebung zumindest nicht verschlechtert. Dann ist eben die Kündigung wirksam, so wie es auch ohne Klage gewesen wäre. Aber eine Verschlechterung der Position entsteht dadurch also auch nicht. Frage und Antwort. Ich habe die 3-wöchige Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage versäumt. Kann ich dennoch gegen die Kündigung vorgehen? Wenn die Fristversäumung unverschuldet gewesen ist, dann besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf nachträgliche Klagezulassung zu stellen. Dieser Antrag ist innerhalb von 2 Wochen seit Wegfall der Hinderungsgründe möglich. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich schnellstmöglich an einen Anwalt zu wenden. Bei uns gibt es jetzt weitere Meldungen kurz und kompakt zusammengefasst. Dann, nach einer kurzen Werbeunterbrechung, sind wir mit dem Polizeibericht für Sie zurück. Bleiben Sie dran. In der Integrationskita Pusteblume in der Lieselotte-Hermann-Straße in Hoyerswerda ist jetzt ein Wasserspielplatz in Betrieb genommen worden. Wie die Lausitzer Seenland-Stiftung mitteilt, hat sie den Bau mit 6.000 Euro unterstützt. Über mehrere flache Wannen aus Edelstahl und entsprechenden Überläufen gelangt das Wasser auf der einen Seite bis zu einem Wasserrad, auf der anderen in eine sogenannte Modderwanne. Der Platz kann auch im Winter mit Schnee zum Spielen von den Kindern genutzt werden. Stiftungsmitglied Thomas Delling war bei der Eröffnung dabei und bekam von den Steppkes ein farbenfrohes Plakat als Dankeschön überreicht. Das frühere Pelletwerk am Rande von Rothenburg hat einen neuen Eigentümer. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, hat die im württembergischen Rosenberg ansässige JRS-Gruppe das Areal gekauft. Zu ihr gehört auch die Zelltechnik GmbH im nahegelegenen Lodenau. Laut SZ muss der Standort zunächst umfassend von Altlasten wie Holz und Flugasche beräumt werden. Über seine Pläne äußert sich der neue Eigentümer gegenüber dem Blatt noch nicht.
Das Areal am Rothenburger Flugplatz blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Ursprünglich für die Sachsen Pellet GmbH als Hersteller alternativer Brennstoffe ausgebaut, wurde es später von der Eco Energy GmbH übernommen. Seit deren Insolvenz 2019 liegt das Betriebsgelände brach. Der Dresdner Heidebogen e.V. ruft zum Ideenwettbewerb Landschaftspflege auf. Gesucht werden Projekte in der Region Dresdner Heidebogen, in denen vorhandene Grün- und Freiflächen durch kreative und ökologisch sinnvolle Landschaftspflegemaßnahmen aufgewertet werden. Dieses Projekt soll nachhaltig dem Gemeinwohl und dem Artenschutz dienen. Es können Projektideen eingereicht werden, welche die vorhandene Naturausstattung aktiv aufwertet oder zur Unterstützung von Umweltbildungsmaßnahmen beiträgt. Dabei ist die Durchführung und die beabsichtigte Wirkung der Projektidee zu beschreiben. Die Eigentümer der jeweiligen Flächen müssen der Projektidee und der Umsetzung dann schlussendlich noch schriftlich zustimmen. Die Umsetzung der Projektidee ist spätestens bis zum 31.12.2021 zu Beginn. Interessierte können per Formular einen Wettbewerbsantrag stellen. Dieses finden Sie unter heidebogen.eu. Zudem kann man das Formular auch per E-Mail unter info@heidebogen.eu anfordern. Die Auswahl der 10 besten Einreichungen ist für den 18. August 2020 vorgesehen. Das Landratsamt Bautzen sucht jetzt schon einen Weihnachtsbaum, der in der Adventszeit vor dem Amt seinen Platz finden soll. Der Nadelbaum muss gesund und stabil sowie zwischen 7 und 10 Meter hoch sein. Außerdem sollte er leicht zugänglich stehen. Das Fällen und der Abtransport sind für den Baumbesitzer kostenlos. Angebote müssen Größe, Stammumfang und die Baumart sowie eine Beschreibung des Standortes beinhalten. Zudem werden mindestens ein aussagekräftiges Foto und die Kontaktdaten des Besitzers benötigt. Eine Jury wählt aus allen Offerten einige Bäume aus und begutachtet diese vor Ort. Angebote können bis 3. Juli abgegeben werden. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. 3-Raum zu 2-Raum-Wohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Und bei unserer neuen Wohnung gibt's das Kinderzimmer kostenlos dazu. Dafür kriege ich von Mama und Papa bestimmt ein neues Fahrrad. Und ich auch. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Hey, liebe Durchhalter. Bleibt stark da draußen. Das sind schon ziemlich krasse Zeiten im Moment. Man will das schützen, was man am meisten liebt. Man ist berufstätig und Mutter und sowieso auch noch Lehrerin. Ich klatsche mich mit meinem Mann mittlerweile nur noch an der Haustür ab. Wir alle müssen uns ganz schön anpassen. Schon was anderes, wenn man dem Kunden mit Maske entgegentritt. Aber dennoch kommt man sich näher. Das ist schon verrückt. Wir krempeln alle die Ärmel hoch. So wie auf unserer Spendenplattform. Für Lieblingsvereine und soziale Projekte. Aber viele machen sich jetzt Gedanken, wie es weitergehen soll. Wir kümmern uns. Kredite können wir anpassen. Die Tilgung aussetzen. Und auch Raten halbieren. Jetzt nicht schlapp machen. Oder muss man halt ein bisschen breiter lächeln? Das kriegen wir hin. Gemeinsam dadurch. Willkommen zurück. Wie versprochen, gibt es jetzt die wichtigsten Meldungen aus dem Polizeibericht. Danach blicken wir wie gewohnt auf ein historisches Ereignis aus unserer Region. Und es gibt die Wetterprognosen für die nächsten Tage für Sie. Eine Streife hat am Sonntagnachmittag auf der Berliner Straße in Weißwasser einen VW gestoppt. Er war in Schlangenlinien unterwegs. Der Fahrer roch stark nach Alkohol. Ein Test lehnte er in Form einer Beleidigung gegenüber den Polizisten ab. Es folgten weitere Beschimpfungen, Bedrohungen und verfassungswidrige Äußerungen. Der 25-Jährige wurde zur Blutprobe gebracht. Er wehrte sich dabei heftig gegen die Verstärkung von Beamten der Bereitschaftspolizei. Ein späterer Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von fast 2,9 Promille. Ein Drogentest wies zudem auf die Einnahme von Amphetaminen hin. Am späten Sonntagabend wurde die Polizei nach Panschwitz-Kuckau gerufen, weil Anwohner Schüsse gehört hatten. Es wurden 4 Personen im Alter von 16 bis 32 Jahren, 3 davon betrunken, angetroffen.
Tests zeigten Ergebnisse zwischen gut einem und fast 2,5 Promille. In einem Gebüsch fanden die Uniformierten zwei Schreckschusswaffen und ein Luftgewehr. Als Schützen identifizierten die Beamten zwei 19 und 32 Jahre alte Männer. Sie konnten keine Erlaubnis für den Besitz der Waffen vorweisen. Sie wurden sichergestellt. Beamte der Polizeidirektion Görlitz haben von Freitag bis Sonntag mit der Bereitschaftspolizei Sachsen die gemeinsamen Kontrollen im Grenzgebiet zu Polen fortgesetzt. Unter Führung der Soko Argus fand erneut ein Fahndungseinsatz entlang der grünen Grenze sowie an den Grenzübergangsstellen statt. Uniformierte und zivile Kräfte prüften im Laufe der Tage von Bad Muskau bis Zittau insgesamt rund 70 Fahrzeuge und knapp 160 Personen. Dabei waren sie nicht nur im Streifenwagen, sondern auch zu Fuß sowie auf dem Fahrrad unterwegs. Nach den beiden schweren Verkehrsunfällen am Sonntag auf der B97 zwischen Schmolkau und Schwebnitz sowie auf der S94 zwischen den Abzweigen Panschwitz-Kuckau und Nebelschütz bittet die Polizei jetzt um Mithilfe. Dabei waren ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer sowie der Fahrer und eine Insassin eines Citroën ums Leben gekommen. Zeugen, die die Verkehrsunfälle beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise vor dem Unfall machen können, setzen sich bitte mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer Bautzen 3670 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung. Insbesondere wird eine Ersthelferin des Unfalls am Morgen auf der B97 gebeten, sich unbedingt zu melden. Einen mutmaßlichen Exhibitionisten haben zwei junge Mädchen am frühen Sonntagabend im Familienpark an der Straße des Friedens in Hoyerswerda in einem Gebüsch entdeckt. Die Kinder erschraken, berichteten den Eltern zu Hause von dem Erlebnis. Sie riefen dann die Polizei. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze Haare und trug eine kurze schwarze Hose sowie ein blaues T-Shirt. Er hatte zudem ein schwarzes Mountainbike bei sich. Ein Kind gab weiterhin an, dass sich noch andere Personen im Familienpark aufgehalten hätten. Es ist wahrscheinlich, dass sie ebenfalls Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer Hoyerswerda 4650 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Die erste urkundliche Erwähnung des Hoyerswerda Ortsteils Zeisig stammt aus dem Jahr 1248. Sein Name leitet sich von der sorbischen Bezeichnung Zisk, zu Deutsch Eiber, ab, sodass vermutet wird, dass es zu seiner Gründerzeit das Dorf an den Eiben war. Bis 1840 war Zeisig ziemlich zersiedelt. Eine Flurneuordnung sorgte für rentablere Feldgrößen und mehr Anwesen rund um den Dorfkern. Die historische Bebauung ist von Drei- und Vierseithöfen im Klinkerbau geprägt. Innerhalb der sogenannten Separation entstand Kleinzeisig. 1867 sind 5 Gehöfte der Kolonie verzeichnet. Die sorbische Tradition versucht man in Zeisig bis heute am Leben zu erhalten. 1945 wurde eine Ortsgruppe der Domowiner gegründet und mit dem Zeisighof als kulturellem Zentrum wird bei Veranstaltungen und Festen das Brauchtum in den Vordergrund gestellt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts lockere Wolken, teils klar und Tiefstwerte um 14 Grad. Am Mittwoch wieder viel Sonne und wenig Wolken bei Höchsttemperaturen bis 28 Grad. Der Wind weht eher schwach. Am Donnerstag neben Sonne auch wieder einige Quellwolken. Bei etwas ansteigender Schauer- und Gewitterneigung wird es bis 27 Grad warm. Am Freitag bei 22 Grad mehr Wolken und einige Schauer sowie Gewitter. Und das war sie, die Drehscheibe Lausitz vom Dienstag. Das gesamte Team wünscht Ihnen jetzt einen angenehmen Abend. Alle Nachrichten gibt es wie immer nochmal zum Nachlesen auf unserer Homepage auf der lausitzwelle.de. Wir sind dann morgen um 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.